So, ein Skelett, eine Ratte, ein so ein komischer Untoter. Zwei von denen hier. Grundbasierend. Gucken wir. Ein Schwarm verletzt sie. Ziemlich stark sogar. Verletzt sie nicht. Was nicht so schön ist. Du hast nicht genug Zauberpunkte. Okay, dann benutzt du doch mal deinen Zug, um ihren Heil anzugeben. Au. Du benutzt deine Mana, um sie zu heilen. Und du musst es gleich umkippen. Zeug. Sehr schön. Was du lebst noch. Also, wenn die Elementare leben, dann lebst du noch. Das tut irgendwie weh. Kaputt. Sehr schön. Ja, okay, ich bin wach. Und hoffentlich gleich um einiges reicher. 1980 Gold. Hat sich definitiv gelohnt. Mana haben wir noch die Hälfte über. Gut, gut. Können wir jetzt bitte in den Wald? Hallo, ihr wollt reisen? Irassia. Nein, wir wollen nicht nach Irassia. Da waren wir erst vor kurzem. Hallo, ihr wollt reisen? Es geht sofort los. So. Zuallererst Hufeisen einsammeln. Eins. Zwei. Wo ist Nummer 3? Da ist Nummer 3. Wer bekommt sie jetzt? Das wären 6 Punkte, das heißt, wir könnten Erdmagie schon auf 7 bringen. Das mache ich. Du. Du. Erdmagie 7, du kannst jetzt Erdmagie-Experte werden. Meister werden. Und dann könnten wir Telekinese uns kaufen. Und ja, sehr schön, sehr schön. Was haben wir noch? Du bräuchtest noch Hilfe für Wassermagie. Du bräuchtest noch für Reparieren, was auch relativ wichtig ist. Das geben wir mal ihm. So. Hi. Hallo, Elfe. Ich kenne das Land und seine Straßen sehr genau. Ich werde euch führen, vielleicht 300 Goldstücke. Reisen gehen schneller. Nee, danke. Erfrischend, erfrischend, erfrischend. Kein besonderer Brunnen. Schöne Heilreagenzien. Bürger. Seid gegrüßt. Steigt einfach die Treppen nach Pierpont hoch und amüsiert euch. Die Stadt da hinten ist wohl Pierpont. Wir suchen aber eigentlich keine ungeschützten Bäume. Geheimgang. Vor einigen Kriegen hat mein Großvater in einem Fluchttunnel vom Elfenschloss bis in die Tulianischen Höhlen gearbeitet. Ich glaube nicht, dass er jemals verwendet wurde, aber das ist doch ein interessantes historisches Detail, oder findet ihr nicht? Eine Sicherheitslücke in das Schloss deines Königs. Ist ein sehr interessantes historisches Detail, ja. Da hast du vollkommen recht. Dankeschön für diese Information. Wir suchen aber eigentlich... Oh, Großdruide. Sich als Druide weiterzuentwickeln, Druide, ist nicht schwierig. Ihr müsst die 3 uralten Tempel zu ihren der Natur besuchen und in ihrer Mitte beten. Sie befinden sich in Tartalia, auf der Evermorn-Insel und in Efli. Sie sehen wie ein Kreis aus Steinen aus, mit einem Wasseraltar im Zentrum. Wo genau sie sich befinden, werde ich euch nicht sagen, aber das Land auf der Suche nach ihnen zu durchwandern, ist Teil eurer Entwicklung. Wenn ihr alle 3 Kreise besucht habt, könnt ihr mich mir zurückkehren und mir eure Erfahrung schildern. Puh. Das könnte wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern. Wir waren weder in Tartalia noch in Efli noch in diesen Evermore-Inseln. Aber schön, dass wir die Aufgabe schon mal haben. So, weiter auf der Suche nach Lehrern. Da ist noch ein Zelt, da ist noch ein Zelt und danach müssen wir wahrscheinlich in die eigentliche Stadt. Ja. Sechster Sinn. Wird keiner von uns hier auf Meister bekommen. Erkennen, Großmeister. Das kannte Lana das später? Könnte sie, ja. Fraglich, ob sie es wollen. Ist hier irgendwo noch ein... Oh,
was bist du denn für ein Pilz? Kraft 50. Die sollten wir auf jeden Fall immer mitnehmen. Sehr, sehr mächtiger Mana-Trank wird das dann. Euch nehmen wir auch mit für kleine Heiltränke. Ja, doch, das Elfengebiet ist echt nicht schlecht. Gerade was Regenzien angeht. Nur dass das oben hier alles auf Stelzen ist, ist ein wenig irritierend. Aber da werden wir uns schon früh genug mit abfinden. Und ich glaube, langsam haben wir genug von den Rosen. Oh, da sind doch noch ein paar Hütten. Sehr schön. Und ein Lagerfeuer, wo man rumstochern könnte. Und Ring findet. Oh, was haben wir hier? Mitglied in der Feuergilde? Nein. Feuermagie-Experte. Aber wenn hier unten schon ein Experte war, sind da vielleicht noch mehr? Ein paar Äpfel können wir mitnehmen. Zing, zing, zing. Oh, und noch einer von den guten Pilzen. Nö. Hier, da ist ein Hafen. Und da hinten sind wir die Stallung. Ne, wir werden definitiv jetzt nach da oben müssen. Boah, aber okay. Können wir wenig... Können wir wenigstens alles nach und nach durchgehen. Ist auch okay. Feilschenexperte. Sind wir schon? Sind wir schon. Und Meister könnten wir auf der Evenmorn-Insel werden, die wir schon gehört haben. Okay. Stadthalle. Wir suchen eigentlich Erdgilde. Erdmagie-Meister. Oh. Für diesen Rang müsste Großdruide sein. Nein! Ärgerlich. Das heißt, wir können erst Telekinese sprechen, sobald wir Großdruide sind. Und dafür müssen wir noch an einiges von der Welt kennenlernen vorher. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Da waren wir schon, oder? Ja, ich glaube schon. Das... Da wird der Palast sein, mit der Sicherheitslücke. Hier waren wir schon. Gehen wir diese Hauptbrücke mal zu Ende. Na, diesen mittleren Bereich hier, diesen Knubbel. Hier waren wir auch schon, ja. Hier haben wir einen Alchemisten. War ganz schön gefährlich hier. Auftrag. Während den Kriegen zwischen den Tempel der Sonne und des Mondes wurden drei Statuen aus Schreien in Brakala Wüste, Tatalia und Afli gestohlen. Ich vertrete eine Gruppe von Druiden, die diese Schreine wieder in ihrem ursprünglichen Zustand versetzen wollen. Ihr Glauben verlangt dies. Zu diesem Zweck kann ich jedem eine beträchtliche Belohnung anbieten, der die Statuen wiederfindet und sie in die Schreine zurückbringt. Okay. Achso, was machst du? Dolchexperte. Ein wenig dubios. Dolchexperten und so finstere Gestalten, die angeblich Druiden vertreten. Meisterjäger. Fasst euch kurz. Ihr seht für mich wie Zeitverschwender aus. Sehr sympathisch. Es gibt nichts Schlimmeres, wisst ihr? Als ich noch ein Junge war, haben meine Erzieher auch nicht zugelassen, dass irgendjemand herumlungert. Es gab auch keine Faulpelze. Ebenezer? Ebenezer? Scrooge? Schielt und neigt sich zu euch. Ihr seid doch nicht welche von denen, oder? Faulpelze? Mit Faulpelzen rede ich nämlich nicht. Ihr glaubt, in euch steckt noch mehr? Ich habe eine Aufgabe für euch. Ein Jäger muss die Wälder verstehen und mit Magie genauso gut umgehen können wie mit seiner Klinge. Und um das zu erlernen, wendet man sich am besten an die Feen. Im Norden von Efli findet ihr einen Feenhügel. Wenn ihr herausfindet, wie man da hineinkommt, werden die Feen den echten Jägern unter euch Magie verleihen und sie dürfen sich damit rechten Jäger nennen. Der Rest von euch wird Jagdhelfer. Efli, Das soll auch im Elfengebiet liegen. Zu den Feen kommen. Klingt jetzt nicht so schwer. Also wir müssen hier nichts umbringen, wir müssen nichts
kaputt machen. Wir müssen einfach nur hingehen. Und hier können wir Federn verkaufen und Holz kaufen. Das wird notiert. Also. Elfen. Holz kaufen. Federn hier verkaufen. Also hatte ich recht gehabt. Die Federn konnte man kaufen in Nirassia, glaube ich. Holz verkaufen weiß ich jetzt aber nicht aus dem Kopf. Na gut, momentan haben wir ganz gut Puffer. Müssen wir also nicht Handel betreiben. Und noch ein Auftrag. Das wird langsam ein wenig unübersichtlich. Ich habe gehört, dass ihr die neuen Herren von Harmondale seid. Vielleicht könnt ihr mir einen wirklich großen Gefallen tun und euch dabei noch selbst helfen. Im Norden, in Effli, befindet sich die Halle unter den Bergen. Das Reich des Feenkönigs. Oh, da müssen wir eh hin. Er schuldet mir nach einem erwiesenen Dienst einen Gefallen und den würde ich jetzt gerne einfordern. Unglücklicherweise jagen mir die Feen in der Halle und ihre Tricks tödliche Angst ein. Also ist das da doch gefährlich? Oder ist er nur ein kleiner Angsthase? Wenn ihr dem Feenkönig diesen Brief überbringt und mir das zurückgebt, das er euch aushändigt, wäre ich euch sehr dankbar. Außerdem hättet ihr selbst die Gelegenheit, den Feenkönig kennenzulernen. Also der Feenkönig scheint nicht aggressiv zu sein, sonst würde er nicht mit ihm reden wollen. Also sind die Feen vielleicht auch nicht aggressiv und wir können da einfach so reinspazieren? Das wäre sehr praktisch, dann könnten wir gleich zwei Aufträge auf einmal abliefern. Also einmal für ihn den Brief abliefern und einmal für den anderen herausfinden, wie man dort reinkommt. Könnte man sich überlegen. Auch wenn wir ja eigentlich erstmal nur Wassermagie-Experte werden wollen. Entschärfen-Experte, das kann Paladin nicht werden, ja. Kopfjagd-Riffkarte. Die Schiffskapitäne werden euch gegen Bezahlung mit Freuden auf die Evermore-Inseln bringen. Aber sie benötigen die richtigen Karten. Nee, aber sie haben nicht die nötigen Karten. Auf keinen Fall wird jemand sein Schiff in die Riffe um die Insel riskieren, wenn sie keine Karte haben. Also müssen wir erstmal irgendwo eine Karte auftreiben. Okay. Alchemie-Experte fehlt. Was fehlt dir denn zum Alchemie-Experten? Ja, noch ein bisschen was, okay. Oh, das sieht sehr... Oh. Das war knapp. Was haben wir denn hier? Adeptengilde der Erde. Willkommen in der Erdgilde. Was gibt es denn hier so? Steinhaut, Klinge. 1 bis 9 Pro-Punkte Erdmagie. Ja. Und Steinhaut. Erhöht die Rüstungsklasse des Zieges um 5 Punkte. Plus 1 Punkt pro Fähigkeitswert. Aber nicht für die ganze Gruppe. Das ist ein bisschen lästig. Stein zu Fleisch. Hebt Versteinerung auf. Ich glaube, das kaufe ich mal. Wir müssen ja die Zwerge entsteinern mit dem Elixier. Aber wenn die Zwerge versteinert wurden, dann werden wir bestimmt auch noch versteinert. Also ja, das ist gekauft. Steinhaut. Das wird nicht vor Fallen schützen, oder? Die Fallen werden magischer Natur sein. Und Klinge. Warte mal ganz kurz. Wie viel Schaden machst du? 5 plus 1 bis 3 pro Fähigkeitswert. Sie hat Fähigkeitswert 7. Also ist das 5 plus 7 bis 21. Also 12 bis 21. Das andere wäre 7 bis 63. Ja. Die Klinge könnten wir uns holen. Das kostet allerdings 4 ZP und ich denke, die Klinge wird sehr teuer sein. Willkommen in der Erdgilde. Steinhaut Klinge. 8 ZP. Nee. Die werde ich mir jetzt nicht kaufen. Also ja, sie hat mehr Potenzial für Schaden, aber es kostet viel zu viel. Das wäre mich lieber den kleineren Zauber. Noch geht das. Später, wenn die Kreaturen mehr Schaden aushalten, dann sollten wir wahrscheinlich wechseln, aber fürs Erste reicht mir das so. Oh, Schutz vor Erde. Meistergilde des Feuers bringt uns nichts. Meistergilde der Luft. Willkommen in der Luftgilde. Schild, Schild, Sprung. Sprung ist sehr praktisch, um an manche Sachen ranzukommen. Der ist gekauft.
Unsichtbarkeit, Implosion. Oh, der ist sehr mächtig. Federfall. Ja, sollen wir uns auch mal kaufen. Und ein magisches Auge. So. Inventar. Achso, was ist das jetzt alles? Sprung. Den kann ich nicht lernen. Kannst du nicht lernen. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Jetzt kenne ich einen neuen Zauber. Sehr gut. Luftexperte. Ups. Luftexperte musst du auch noch werden, richtig? Ja. So viel zu. Willkommen in der Gilde des Wassers. Wasser wandeln. Ganz häufig Wasserwandel und Säurestrahl. Nee, Wasserwandeln klingt doch sehr gut. Wenn sie dann irgendwann mal Experte werden sollte. So. Wasserresistenz, Eisstrahl. Ja, Rest ist okay. Und das bisschen Gold sollten wir uns jetzt auch aufbewahren, falls wir dann irgendwann wirklich die Expertenhändler mal finden, dass wir das Geld das ausgeben können. Also, wir waren jetzt in diesem Knubbel hier. Und bei dem Knubbel hier fehlt noch das da hinten. Wird langsam eng. Es wäre schade, wenn hier auch keine Lehrer wären. Also nicht die, die wir bräuchten. Also wir könnten uns noch gleich in Afli nochmal weiter umsehen. Scheint ja eh unser nächstes Ziel zwangsweise zu sein, wegen den ganzen Aufträgen. Waffenhändler, Waffenhändler. Kneipe. Oh, wir könnten Narkomate spielen. Leder-Großmeister. Noch mehr Privathäuser? Ja. Bogenexperte. 2000 Gold. Nee, erstmal nicht. Speermeister. Komm schon, Wasser. Damit müssten wir überall gewesen sein. Schade, schade. Aber gut, hilft nichts. Gehen wir noch kurz hier zum Waffenhändler. Gucken, ob der bessere Bögen für uns hat. Denn... Nee, ich hole jetzt nicht Bogenexperte. Bei meinem Glück finde ich genau dann die Händler, die Lehrer, die wir brauchen, und dann ist alles vorbei. Lederbuckler, jeder Assign. Allerbesten Waffen. Besonderes. Langbogen. Was für Bögen habt ihr? Ganz normaler Bogen, ganz normaler Bogen, ganz normaler Bogen. Ein Langbogen. Ja, okay. Die allerbesten Waffen. Eins, zwei. Danke. Du, besserer Bogen, du, besserer Bogen. Die beiden Bögen weg. Allerbesten Waffen. Kaufen, verkaufen. Danke und so. Bis bald. Arcomage, habe ich gerade nicht so wirklich Lust drauf. Wir merken uns aber, dass wir hier das noch machen müssen. Das heißt, jetzt geht's nach Afli, um da die beiden Aufträge zu erledigen. Und weiter nach Lehrern zu suchen halt. Was momentan unsere Hauptquest ist. Nicht die Zwerge irgendwie zu überzeugen, dass wir würdig sind, um unser Schloss wiederhergestellt zu bekommen. Nein, Lehrer finden. Denn die Geschichte mit den Zwergen ist doch etwas schwieriger. Also von den Medusen ganz zu schweigen, das ist richtig, richtig schwierig später. Also, naja, es ist schwierig. Aber auch schon das davor mit den Grabhügeln, wo wir ja auch noch Aufträge haben, das ist auch nicht ganz so leicht. Deswegen ist es schon eine gute Idee, wenn wir jetzt diese Aufträge zuerst machen. Guten Tag. Wir wollen nicht nach Harmondale. Wir wollen nach Afli. Und anscheinend müssen wir zu Fuß gehen. Weil ob wir jetzt einen Tag warten oder kurz dahin hopsen, das passt schon. Wenn das denn hier gleich ist. Sieht ein bisschen so aus wie ein schöner Gebirgsfahrt dahin. Ein ganz schön langer Gebirgsfahrt. Oh, und Gegner sind in der Nähe. Oh! Okay. Bäume. Wir sind bei den Elfen, wir werden von Bäumen angegriffen. Das ist okay, zu steil. Na, halten gut was aus. Das sind viele. Lachhaft. Nee, es ist nicht lachhaft, die halten gut was aus.
glaube, wir pushen den erstmal so vorbei. Bringen ein, zwei um. Dann ist die Mana eh alle. So. Und dann laufen wir einfach nach Norden. Lauf, 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 lauf. Boah, sind. Oh. Ganz schön viele. Oh, Gold. Gold nehmen wir mit. Mittendurch. So. Jetzt aber. Hier bringt uns nichts, wenn wir sterben. Obwohl, so viel Schaden haben wir noch nicht bekommen. Und sie scheinen nur viel auszuhalten, nicht viel auszuteilen. So, jetzt aber. Ab nach Afli. 5 Tage. Jo. Sehr gut. Afli, da lang. Ganz schön neblig hier. Aber ich sehe schon die ersten Elfen in der Entfernung. Etwas wildere Elfen. Hallo. Oh, und ein Stall. Sehr schön. Hufeisen. Erfrischend, erfrischend, erfrischend. Kein besonderer Brunnen. Okay. Du kommst mit, du kommst mit. Du kommst mit. 6. Sinnexperte. Kann er nicht werden, okay. Speerexperte. Monsterkunde. Aber es sind schon mal sehr viele Lehrer hier. Das ist von Vorteil, würde ich sagen. Das ist ein Tempel der Gelassenheit. 2 Ausdauer permanent. Da sagen wir nicht nein. Vor allem unsere Magier können es langsam echt gebrauchen. Körperresistenz, aber nur temporär. Genau, Ausdauer. Wenn wir Brunnen finden oder die Fässer, dann sollten das jetzt echt die Magier trinken. Damit wir ein paar mehr Fallen überleben. Lederexperte, Axtexperte. Definitiv sehr viele Händler. Waffenhändler, Rüstungshändler, Trainingshalle. Endorianischen Wein für 2000 Gold kaufen und Glas verkaufen. Ah, wird notiert. Afli. Wein kaufen. Teuer kaufen. Glas verkaufen hier. Glas gab es bei den Zwergen? Ich glaube ja. Aber 2000. Wenn die Gewinnspanne wieder so 10% ist, dann wird sie das richtig rentieren, wenn man das Inventar voll macht. Wir könnten nur einkaufen, aber ja. Aber na gut, bevor wir jetzt weiter rumsuchen. Oh, hier sind Gilden. Bevor wir jetzt hier die Zelte weiter durchsuchen nach den Expertenlehrern, die wir gerne hätten, speichere ich erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder.